Bei der Aortenstenose handelt es sich um eine angeborene Verengung der Auslassklappe der linken Herzkammer. Auf dieser Ultraschallaufnahme ist die verengte Klappe mit einem Stern markiert. Führt die Klappenstenose zu einer Flussumkehr in der Hauptschlagader, die hier mit einem Stern markiert ist, spricht man von einer kritischen Aortenklappenstenose oder Aortenstenose. Unbehandelt führen kritische Aortenstenosen in 80% der Fälle zum Bild des hypoplastischen Linksherzens. Das heißt, dass der linke Ventrikel sich komplett zurückbildet, wie auf dieser Ultraschallaufnahme. Der Rest des linken Ventrikels ist hier noch als heller Kreis erkennbar. Es ist möglich, die Entwicklung eines hypoplastischen Linksherzens zu verhindern, indem man unter Ultraschallsicht mit einer dünnen Nadel in das Herz eingeht und mit einem Ballonkatheter die Klappe aufdehnt. Auf dieser Ultraschallaufnahme ist dargestellt, wie die Nadel durch den Mutterkuchen bis zum Kind herangeführt wird. Das Kind hat dabei eine Vollnarkose. Mit der Nadel lässt sich das Kind auch noch etwas in die richtige Position drehen. Wenn der optimale Winkel erreicht ist, wird mit der Nadel dann in das Herz eingegangen. Der Ballonkatheter wird durch die Hohlnadel über die veränderte Klappe geschoben und mehrmals aufgeblasen. Auf dieser Ultraschallaufnahme ist der Ballonkatheter als helle weiße Linie im Herz zu erkennen. Eine Woche nach dem Eingriff kann man in der Farbdopplersonographie erkennen, dass das Blut im Aortenbogen wieder vorwärts fließt. Das ist auch 10 Wochen nach dem Eingriff weiterhin so. Diese Aufnahme zeigt das Herz eine Woche nach der termingerechten Geburt. Beide Kammern sind annähernd gleich groß. Allerdings wird in vielen Fällen auch bei solch günstigen Befunden eine erneute Katheterintervention notwendig sein.